Glück auf und herzlich willkommen zurück zu Command Modern Operations in Iran Strike 2022. Mein Name ist Simodoch Headbreaker. Falls ihr neu seid, dies ist ein etwas länger laufendes Szenario. Falls ihr noch dabei seid, freut mich das natürlich sehr. Wir haben beim letzten Mal so einige ernüchternde Ergebnisse gehabt. Gerade so das Thema Arak, das lief nicht so schön, wie wir uns es gedacht haben. Dafür Esfahan und Natanz haben ganz gut einen auf die Mütze gekriegt. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter und schauen mal, was wir heute noch so erreichen. Ich wünsche euch bei der Folge viel, viel Spaß und würde sagen, legen wir los. Was soll ich euch sagen? Ich bin so froh, dass die ersten Maschinen jetzt so langsam heimi fliegen, weil es war jetzt am Ende doch schon echt anstrengend. Wir gucken mal, ob das hier so klappt, wie es soll. Wir machen mal 3D-View an, damit dann die Performance auch endgültig stirbt. Ah. Blight Abrams haut noch munter raus. 29 Waffen haben sie noch im Petto. Ich hoffe tatsächlich, dass sie es jetzt mal schaffen, alle auszuklinken. Dann haben wir hier nochmal Abrams und nochmal Albert. Also ich denke tatsächlich, was Esfahan angeht, wird das Ganze am Ende des Tages doch recht erfolgreich werden. Das andere Abrams Flight hier geht RTB. Und ja, hier oben kommen jetzt so ein paar Waffen reingekleckert. Jessams bzw. Larsams. Ja, wird man sehen, wie gut da am Ende der Effekt ist. Ja. 22 Waffen müssen noch raus. Sind schon wieder verdächtig, lange keine neuen mehr ausgeklinkt worden. Immerhin, es hat es kann sein tatsächlich, dass jetzt einfach die sagen, okay, es ist jedem was zugeordnet, bis auf die Guard Posts, da ich ja gesagt, da sollen sie nicht. Dass sie entsprechend halt jetzt sagen, ja, mehr feuern wir nicht ab. Und das bedeutet, wir suchen uns jetzt Ziele raus, wo wir sagen, ja, die sind eventuell nicht so leicht zu zerstören. Dementsprechend hauen wir da nochmal selber ein paar oben drauf. Einfach damit die Waffen rausgehen. Quasi Targets of Opportunity. Aber scheint er doch, macht er. Das dürfte ja dann ein gewisses Feuerwerk hier werden. Wunderbar. Und dann ist auch RTB. Bin begeistert. Ich werde Hook hier oben mal Leute fliegen lassen und die im Kurs.
dann hoffe ich, können die so ein bisschen aufholen, dass wir die so ein bisschen gemeinsamer abfeuern können. Looping. LMO 15. Genau, die landen jetzt. Weapon Malfunction. Schade, das bedeutet, die wäre wahrscheinlich sogar durchgekommen. Und hier wäre es jetzt wirklich mal spannend zu sehen, wie es auf der gegnerischen Seite aussieht. Ah, wie gesagt, Arak, okay, da ist jetzt nicht viel. Ich glaube, da ist bisher eine Waffe durchgekommen. Das war also, wenn überhaupt, ich glaube, die ist kurz drüber dann zerstört worden. Aber also zumindest hier Esfahan und Natanz und auch Fordor haben ja doch einiges eingebüßt. Ist natürlich auch einfach dadurch, dass dann am Ende so die Pläne alle dann doch so schief gegangen sind. Waren die Mauls dann deutlich zu früh da und. Ist natürlich ärgerlich. Ihr seid RTB, dann geht doch auch RTB. Das sind zwar nur Small Diameter Bombs, ne? Aber bei der Menge, die da reingeflattert kommt, das ist gefühlt wahrscheinlich wie 1000 Nadelstiche. Also, wenn man sich die Erde vorstellt, you know. Ja, da ist gerade mal wieder einiges zu Bruch gegangen. Die Larsens suchen sich hier vor selber Ziele. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber... Rare Contact Bogey. Das ist so weit weg, das... Juckt uns nicht ganz so sehr, weil wir haben ja hier Cap haben wir ja tatsächlich in der Luft, das ist tatsächlich... Ripper, Bingo Fuel.
versuche es nochmal. Er will nicht. Das passt. Hier haben wir Ripper B. Dann tuck gerade auf. Das ist unnötig. Mich interessieren, wie viel Schaden die haben. Nee, hier ist gleich schon ein bisschen was verschwunden. Es war, sind wir eindeutig am erfolgreichsten. Wir könnten uns überlegen, das Abrams Flight hier umzuleiten, hier hoch. Ich tatsächlich denke, dass den Schaden, den wir hier produzieren, dass der hoch genug ist. Dass da vielleicht eine Tanz ist, das glaube ich, dass das wichtiger wäre, da noch ein bisschen drauf zu gehen. Wir müssen ja jetzt gleich noch ein bisschen manuell zuordnen.
Da müssen wir jetzt nochmal manuell zuordnen, das macht aber nichts. Manually. Und zwar hier. Eins. Ich glaube, damit haben wir im Großen und Ganzen alles. Ich gucke gleich mal, was noch übrig bleibt. Wenn noch was übrig bleibt. Pietern aus, ja. Die sind zwar offiziell in Reichweite gewesen, aber kommen dann hier oben leider nicht an. Ach nee, das sind die, die sie verschossen haben wegen Treibstoffmangel. Albert kommt ja hier auch nochmal hinterher und wirft drauf. Also ich glaube, von Isfahan bleibt am Ende echt nicht viel über. Alles raus. So soll es sein. RTB. So, was bevor die hier Blödsinn machen. Wie gehe ich die zu einem Tanker? Vielleicht schon zu spät, ne? Wir haben nämlich noch 150 nautische Meilen.
Okay. Exxon muss hier hoch. An Albert. Wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder in die einzelnen Maschinen gucken. Oder in die Mission. Sie dürfen offiziell tanken. Bruce. Scheint nicht zu funktionieren. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin mit Albert. Und das ist auch okay. Dann können wir, wenn die aufgetankt sind, uns auch überlegen, ob wir die eventuell woanders einsetzen. Zum Beispiel hier oben bei einer Tanz. Okay, hier, die werde ich auch mal anassignen, weil ich möchte, dass die läutern, hoch bleiben und so. Sprit haben die an sich genug. Die haben noch 865 bis Bingo. Respekt. Jimmy ist RTB, das ist okay. Die sind hier RTB. Bis zum Träger noch 200. Entschuldigung, man muss auch immer gucken, dass sie noch genug Reserve haben. Nitro ist am Refueling. Bei denen dazu kriegen. Hier unten nochmal zu fuelen. Den schicken wir RTB. Den schicken wir RTB. Der ist RTB. Zepper ist RTB. Und da kann RTB gehen. Abrams ist RTB. Sentry hat noch für 4 Stunden Sprit. Das ist gut. Also es lichtet sich langsam das Feld und damit natürlich auch die Möglichkeiten, wo Probleme aufkommen können.
Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel am Ende hiervon noch übrig bleibt. Klar, gegen solche Sachen wie hier oben, da sind jetzt Small Diameter Bombs jetzt auch nicht die ideale Lösung. Ja, das ist mir auch klar. So, also, da sind noch ein paar im Anflug. Ah. Ob wir damit jetzt hier alles zerstören? Wahrscheinlich nicht. So, wir sehen, dass hier der Guardpost lebt noch. Hier der Guardpost lebt noch. Ah, das komplett zerstören, da müssten wir jetzt wahrscheinlich nochmal mit den Dusty Flights, müssten wir sagen, greifen wir die Sachen an, die jetzt gleich noch stehen. Wäre auch eine interessante Überlegung, eben das zu machen. Oder wir schießen noch mal ein paar Tomahawks. Die Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Einfach dann zu sagen, okay, Tomahawks, genauso auf die Arak Facility. Ja. Aber also bei Esfahan würde ich sagen, haben wir schon ein gutes Ziel erreicht. Weiß ich gar nicht, liegt Arak für unser Destroyer Squadron in Reichweite? Ja. Wäre also dann eine Überlegung, auch das zu tun. Vielleicht machen wir das noch. Vielleicht sagen wir auch hier, wir versuchen das mit dem Rapid Dragons. Na, da würde ich tatsächlich dann aber wieder auf den neuesten Patch wechseln, weil da ist ein Fix drin gewesen für Rapid Dragons. Shipmates, Divan, Isfahan, Neptune. Die haben aber alles verschossen. In RTB gehen. Der Sunliner hier. Geht RTB. Schon fast nur noch Tanker in der Luft. Light Abrams, die sind RTB. Light Alaska. Refuelen. So, dann haben wir hier Abrams. Ne? Also Abrams hat hier noch 56 Waffen über. Und die können wir dann, denke ich, hier bei Natanz drauf scheppern. Dann haben wir ja noch unsere B2s, die sind ja auf dem Weg. Und wenn wir mit denen dann hier oben noch die Waffen abgefeuert haben, dann können wir uns überlegen, noch ein paar Cruise-Missiles rauszuhämmern. Und dann, denke ich, haben wir das Ziel auch am Ende des Tages erreicht. Ich bin mal gespannt, wie das dann läuft. Punktevergabemäßig, ob er da überhaupt was gemacht hat. Und am Ende des Tages ist es wichtig, dass ihr nach Möglichkeit jede Maschine heimbringt, heile. Das wäre jetzt so noch mein persönliches Ziel. Und dann würde ich sagen, ist für heute aber auch schon wieder Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch auf den Rest dieser Reise durch den Iran noch begleitet. Ich denke, allzu lange dauert es dann nicht mehr. Und dann bin ich gespannt, was am Ende rauskommt, auch wenn wir uns dann die Gegenseite einmal angucken. Gerade auch zu unterschiedlichen Spielständen, denke ich, ist das ganz interessant. Was hat eigentlich der Gegner gesehen? Wie gut war seine Luftaufklärung?
Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt wie immer bis denn dann. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Herzlich willkommen in der Endcard. Was soll ich euch sagen? Ihr kennt das alles schon. Daumen hoch wäre toll. Daumen runter, auch wenn euch was nicht gefallen hat. Über Kommentare, Kritik als auch Lob freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und wenn ihr möchtet, gibt es hier noch weitere Videos neben mir. Ansonsten, ein Abo wäre super. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, wie immer die Glocke. Und sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich hoffe, dass ihr fit und munter und gesund bleibt, auf euch gut aufpasst und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch was. Bis denn dann und ciao, ciao.